der Spitze einmarschiert die 1. Panzerkompanie des Panzerbataillons 14 aus Wels unter dem Kompaniekommandanten Hauptmann Christoph Püringer. Dahinter folgt die Führungsunterstützungskompanie des Panzerstabsbataillons 4 aus Hörsching mit Kompaniekommandant Hauptmann Michael Krasnitzer. Der 3. Kompanieblock, die Führungsunterstützungskompanie des Kommandos Luftunterstützung aus Hörsching mit Kompaniekommandant Oberleutnant Robert Huber. Einmarsch der anzugelobenden Rekruten erfolgt nun in Kürze der Einmarsch des Ehrenzuges und der Militärmusik des Militärkommandos Oberösterreich. Ich darf Sie neuerlich ersuchen, die Pater Bernhard Rodelberger Straße Richtung Westen offen zu halten. Einmarschiert sind die Militärmusik des Militärkommandos Oberösterreich unter der Leitung von Kapellmeister Vizeleutnant Josef Strasser und der Ehrenzug gestellt durch das Panzerstabsbataillon 4 aus Hörsching. Ich darf nun die Ehrengäste ersuchen, die Sitzplätze einzunehmen. Thank you.
Provenanz der ausgerückten Truppe, Major Christian Brunmeier, wird jetzt das Kommando übernehmen. Und anschließend erfolgt die Übernahme des Insignientrupps der 4. Panzergrenadierbrigade. Militärbundesliga Oberösterreich, Ehrenzug, 1. Panzerkompanie Panzerbataillon 14, Führungsunterstützungskompanie Panzerstaffelbataillon 4, Führungsunterstützungskompanie Kommando Luftunterstützung, Traditionsverbände auf mein Kommando. Ich spreche Sie an als das Ganze. Das Ganze. H. Acht. Zur Übernahme des Insignientrupps der 4. Panzergrenadierbrigade. Das Ganze. Rechts. Schaut. Ehrenzug. Hessen. Hier. Damen und Herren, vor Beginn des eigentlichen Festaktes darf ich Sie noch erinnern, Ihre Mobiltelefone auszuschalten. Dankeschön. Pünktlich um 14 Uhr wird nun der Kommandant der ausgerückten Truppe, Major Christian Brunmeier, dem militärisch Höchstanwesenden, dem stellvertretenden Kommandanten der 4. Panzergrenadierbrigade, Oberstingenieur Martin Bogenreiter, die Meldung erstatten. Danach erklingt die Bundeshymne. Und zu den Klängen des Präsentiermarsches wird die Front abgeschritten. Thank you.
Das Ganze. H. 8. Ehrenzug. Gewehr. Ab. Das Ganze. Rot. Im Rahmen der großen Flaggenparade erfolgt nun zu den Klängen des Generalmarsches das Hissen der Bundesflagge. Das Ganze. H. 8. Ehrenzug. Essen. 4. Flaggenträger. Flagge hissen. Zur Flaggenparade. Das Ganze. Rechts. Stopp. Sehr geehrte Damen und Herren, die Marktgemeinde Thalheim und das österreichische Bundesheer freut es besonders, dass zum heutigen Festakt so viele Ehren- und Festgäste unserer Einladung gefolgt sind. Ein herzliches Grüß Gott in Vertretung unseres Landeshauptmanns, der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag, Frau Dr. Elisabeth Kölblinger. Willkommen bei uns in Thalheim, Herrn Landesrat, Kommerzialrat Elmar Podgorschek. Recht herzlich bei uns begrüßen darf ich die Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag, Frau Magistra Silke Lackner und Herrn Michael Gruber, sowie den Abgeordneten zum Nationalrat außer Dienst Jakob Auer. Unser respektvoller Gruß gilt dem stellvertretenden Kommandanten der 4. Panzergrenadierbrigade, Herrn Oberstingenieur Martin Bogenreiter. Als Hausherrn darf ich ganz herzlich begrüßen den Bürgermeister der Marktgemeinde Thalheim, Herrn Andreas Stockinger. Ebenfalls bei unserer Veranstaltung willkommen heißen darf ich die Bezirkshauptfrau von Welsland, Frau Magistra Elisabeth Schwetz und den stellvertretenden Landespolizeidirektor Generalmajor Dr. Alois Lissl. Unser Willkommensgruß gilt der hochwürdigen Geistlichkeit, Militäroberkurat, Diplom-Ingenieur Magister Johannes Ruppertsberger, Militärkaplan Magister Hannes Eipeldauer und Pater Magister Wolfgang Pichler. Besonders freut es uns, Kommandanten von militärischen Verbänden und Dienststellen bei uns zu haben. Stellvertretend für alle Anwesenden ein herzliches Grüß Gott dem Kommandanten des Heereslogistikzentrums Wels und Garnisonskommandanten von Wels, Herrn Oberstingenieur Alfred Kaser. Ein ganz herzliches Willkommen den Organen der Personalvertretung, den Bürgermeistern der Nachbargemeinden, den Alt- und Vizebürgermeistern, allen Angehörigen des Gemeinderates der Marktgemeinde Thalheim. Unser besonderer Gruß gilt auch den Vertretern der Exekutive mit dem Stadtpolizeikommandanten Oberst Klaus Hübner, der Feuerwehr mit Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Johann Gaschbalmeier und des Roten Kreuzes. Ihnen allen herzlichen Dank für die Unterstützung unserer Veranstaltung, den Angehörigen der Offiziers- und Unteroffiziersgesellschaft, des Österreichischen Kameradschaftsbundes, des Österreichischen Schwarzen Kreuzes sowie allen Kameradschafts- und Traditionsverbänden. Weiters entbieten wir ganz besonders unsere Grüße all jenen, die zu unserem Festakt erschienen sind und nicht namentlich erwähnt werden konnten, sowie den Vertretern der Medien. Herzlich willkommen. Ich darf nun den Bürgermeister der Marktgemeinde Thalheim, Herrn Andreas Stockinger, um seine Grußworte ersuchen.
verehrter Herr Oberst Martin Bungreiter, hohe Geistlichkeit, werte Ehrengäste, Ehrenringträger der Markgemeinde, Gäste aus nah und fern, liebe Angehörige der anzugelobenden, geschätzte, angetretene Truppe und Traditionsverbände, vor allem liebe Anzugelobende. Wir, die Bewohner der Marktgemeinde Thalheim, empfinden es als eine besondere Auszeichnung, heute Gastgeber der feierlichen Angelobung von 250 jungen Soldatinnen und Soldaten sein zu dürfen. Die Angelobung ist ein besonderes Ereignis im Soldatenleben. Es bleibt einem auch das ganze Leben lang in Erinnerung. Ich habe das in den letzten Wochen immer wieder erlebt, wenn ich auf die bevorstehende Angelobung angesprochen wurde, und zwar in der Form, dass zuerst gefragt wurde, stimmt das wirklich? Toll, dass es bei uns ist. Und das nächste war sofort, meine Angelobung war dort und dort. Auch ich habe mich heute schon darüber unterhalten, nämlich mit Herrn Landesrat Elmar Podkaschek. Ich freue mich sehr über seinen Besuch. Wir sind gemeinsam am 1.7.1977 in Klagenfurt beim Jägerbataillon 25 eingerückt, um unsere Ausbildung zum Reserveoffizier zu beginnen und wurden natürlich auch in Klagenfurt angelobt. Es freut mich auch im Besonderen, dass diese Angelobung unter den Augen der Bevölkerung stattfindet. Nicht nur, weil es wichtig ist, die Leistungen, die unser Bundesheer vollbringt, vor den Vorhang zu holen. Ich werte es auch als ein klares Bekenntnis zu unserem österreichischen Bundesheer, das wir unbedingt brauchen, und zwar nicht nur in Zeiten der Krise. Und so bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch für den Dienst an der Waffe entschieden habt und uns damit mit den anderen Einsatzeinheiten der Freiwilligen Feuerwehren, der Polizei und der Rettungsdienste ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit gibt. Ein Gefühl der Sicherheit, das in vielen Ländern nicht selbstverständlich ist. Wir sind stolz auf euch und wir sind stolz darauf, dass wir diese feierliche Stunde mit euch miterleben dürfen. Abschließend bedanke ich mich noch bei allen, die zum Zustandekommen dieser Angelobung beigetragen haben und heiße Sie alle in Thalheim herzlich willkommen. Ein Choral, gespielt durch die Militärmusik des Militärkommandos Oberösterreich, leitet nun über zu den besinnlichen Worten der militärischen Geistlichkeit. Werte Ehrengäste, versammelte Freunde, Verwandte und Kameraden, vor allem anzugelobende Soldatinnen und Soldaten. An Gottes Segen ist alles gelegen, so lautet ein altes deutsches Sprichwort. Eine jahrhundertealte Weisheit steht dahinter, die wir auch zigmal im Neuen Testament finden. Da heißt es öfters bei den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, dein Glaube hat dich gerettet. Sei es eine schwerkranke Frau, sei es der blinde Mann und andere, die sich ihm anvertrauten. Dein Glaube hat dich gerettet. Oder im Evangelisten Johannes heißt es auch umgekehrt, sie sahen seine Zeichen und erkannten, er ist der Retter der Welt, ja der ganzen Welt. Jeder Mensch ist wertvoller als alles Gold der Welt und jeder und jede hat eine eigene Berufung, Logos. Und der Segen Gottes helfe hierzu allen, die auch zu finden und auch letztlich zu entfalten. Besonders aber tapferen Männern und Frauen, die unbestechlich für das Gute eintreten, die Menschenwürde anderer achten. Segnen dürfen wir aber auch schwere Sünder oder sogar Leute, die uns feindlich begegnen. Damit sie das Unrecht, das sie anderen antun, erkennen, bereuen
ehrlich versuchen, dort, wo noch möglich, es wieder gut zu machen. Und dort, wo der gut gemeinte, ehrliche Segen nicht ankommt oder gar abgelehnt wird, da kehrt er zum Segnenden zurück. So steht es auch wunderbar im Neuen Testament. Aber Waffen segnen. Vor einigen Wochen im ORF 3 ein kritischer Beitrag einer Waffensegnung 1914. Seit dem Ersten Weltkrieg ist es für alle katholischen Priester vom Papst her ausdrücklich verboten, Waffen zu segnen. Und dort, wo es vereinzelt, vielleicht auf Druck, vielleicht auch auf Erpressung dann doch vorkam, dort geschah es im Ungehorsam gegenüber Rom. Nachzulesen in Wikipedia. Gott gebe es, dass wir alle erkennen, zu welch hoher Würde jeder Mensch geschaffen ist und dies auch in Wort und Tat als lebensbejahende Menschen bekennen. So bitte ich nun meinen evangelischen Mitbruder, Pfarrer von Enns, Hannes Heipeldauer, dass er nun den Segen über euch Soldaten spricht, ja über alle, denn der Gott Jesus schließt von sich aus keinen Menschen aus, egal welcher Herkunft, Religion oder gar Nicht-Religion. So lade ich jetzt jeden und jede ein, im Geiste mitzubeten. Gottes Segen soll uns begleiten. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu weisen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke der Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne und behüte euch der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nach dem Segen erklingt nun der Traditionsmarsch des Panzerbataillons 14, der Hessenmarsch. Seine
Es folgt nun die Ansprache des militärisch Höchstanwesenden, des stellvertretenden Kommandanten der 4. Panzergrenadierbrigade, Oberstingenieur Martin Bogenreiter. Sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete, Herr Landesrat, werte Geistlichkeit, geschätzte Fest- und Ehrengäste, Angehörige und Soldaten. Auch ich heiße Sie alle als stellvertretender Brigadekommandant der 4. Panzergrenadierbrigade hier in Dahlheim bei der Angelobung unserer Rekruten, der schweren Brigade und der Lufttransportbrigade ganz herzlich willkommen. Rekruten, Sie haben sich zur Ableistung des Wehrdienstes entschlossen und erfüllen auf diese Art und Weise eine verantwortungsvolle, zutiefst notwendige und gesetzlich verankerte Staatsbürgerpflicht, nämlich eine Zeit lang der Republik Österreich, unserem Vaterland, uneigennützig zu dienen. Für diese Bereitschaft möchte ich mich bei Ihnen und Ihren Angehörigen bedanken. Die seit einigen Jahren sichtbaren Bedrohungen in Europa und an den Randlagen Europas haben deutlich gezeigt, dass das österreichische Bundesheer ein unverzichtbares Mittel der Republik zur Gewährleistung des Schutzes von Staat und vor allem der Bevölkerung ist. Ein Ausspruch vom Generalstabschef General Commander, der vor kurzem in Pension gegangen ist: Die wirklich kritische Infrastruktur ist die Bevölkerung. Das Bundesheer leistet in verschiedenen Einsätzen in Österreich und im Ausland wesentliche Beiträge zum Schutz unserer Bevölkerung und der Sicherheitsinteressen unserer Republik. In den nächsten Wochen und Monaten werden sie weiter intensiv ausgebildet und möglicherweise auch eingesetzt. Nicht jeder Teil davon wird Ihnen gefallen, da Dienen und Pflichterfüllung auch immer Einschränkungen und Härten mit einschließt. Durch dieses Dienen bzw. diese Pflichterfüllung nehmen Sie aber aktive Verantwortung für andere Menschen wahr. Unsere demokratische Gesellschaft ist unter anderem auf Solidarität als wesentliche Säule des Gemeinwohles aufgebaut. Durch Ihre Bereitschaft, aktiv zum Schutz der Republik und der Bevölkerung beizutragen, erfüllen Sie alle eine wesentliche Rolle im Solidaritäts- und Sicherheitsgefüge Österreichs. Darüber hinaus werden Sie selbst wertvolle Erfahrungen in fachlicher, aber vor allem in sozialer Hinsicht machen, von denen Sie noch lange, wenn nicht ein Leben lang, profitieren werden. Auch wenn Ihnen das vielleicht erst später bewusst werden wird. Das Bundesheer ist notwendiger denn je und daher heute akzeptiert und wertgeschätzt wie schon lange nicht mehr. Sie als junge Soldaten sind nun ein Teil dieses Bundesheeres. Seien Sie stolz darauf, gemeinsam mit Ihren Kameraden maßgeblich zum Schutz und zum Wohle Österreichs mitwirken zu können. Soldaten, ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen, die zu Recht auf Sie stolz sein können, alles Gute, vor allem Gesundheit und viel Soldatenglück. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe die Republik Österreich. Werte Festgäste, ich darf nun in Vertretung unseres Landeshauptmanns die Abgeordnete zum Oberösterreichischen Landtag, Frau Dr. Elisabeth Kölblinger, um ihre Festansprache bitten. Anschließend erklingt eine Festfanfare, die zum Höhepunkt der eigentlichen Angelobung überleitet. Geschätzter Herr Oberst Bogenreiter, hohe Geistlichkeit, meine Herren Offiziere und Unteroffiziere, liebe Präsenzdiener, geschätzte Angehörige. Eine Angelobung ist immer ein besonderes Ereignis. Für Sie, Präsenzdiener, weil Sie heute Ihr Treuegelöbnis ablegen
und damit Ihrem Vaterland, der Republik Österreich, ein großes Versprechen geben, nämlich unsere Heimat zu schützen und zu verteidigen und, wie es schon angesprochen wurde, einen Dienst für die Republik zu leisten. Aber auch für Ihre Angehörigen ist diese Angelobung ein besonderes Ereignis, da Sie sicherlich mit Stolz an Ihrer feierlichen Angelobung teilnehmen. Auch ich danke Ihnen für Ihre Entscheidung für das Bundesheer. Es sind 6 Monate, einen Teil haben Sie schon hinter sich gelassen, die Sie hier verbringen werden. Ja, wir können uns glücklich schätzen, dass seit mehr als 70 Jahren kein Krieg mehr im westlichen Europa stattgefunden hat. Aber auch in dieser Zeit mussten die Soldaten des Bundesheeres an unsere Grenzen ausrücken. Die Einsätze des Jahres 1956 an der ungarischen Grenze, 1968 an der Grenze zur damaligen CSSR und 1991 an der Grenze zu Ex-Jugoslawien wurden von unserem Bundesheer erfolgreich abgeschlossen. Seit Jahren leisten unsere Soldaten darüber hinaus wichtige Dienste im Rahmen des Assistenzeinsatzes im Burgenland. Für die Sicherheit seiner Bürger zu sorgen, ist eine Kernaufgabe jedes Staatswesens. Nun ist die Bedrohung Österreichs durch einen Konflikt der großen Militärpakte verschwunden, seit dem Fall der Mauern und des Eisernen Vorhanges. Doch in jüngster Zeit ist das Bundesheer politisch immer wieder in Frage gestellt worden. Ich hoffe auch nicht, dass wir das Bundesheer einmal wirklich brauchen. Aber Fakt ist, wir brauchen das Bundesheer, denn mit der Sicherheit ist es so wie mit der Gesundheit. Erst wenn man einmal krank ist, wird einem plötzlich bewusst, wie wichtig die Gesundheit ist. Frieden, Freiheit, Demokratie und Solidarität sind auch heute nicht selbstverständlich und werden erst durch die gewährleistete Sicherheit möglich. Denn ohne Sicherheit ist keine Freiheit. Das wusste schon der preußische Staatsmann und Philosoph Wilhelm von Humboldt. Oberösterreich gehört heute zu einem der sichersten Länder auf dieser Welt, was wir auch dem österreichischen Bundesheer und damit Ihnen allen zu verdanken haben. Neben dem militärischen Schutz stellt die Katastrophenhilfe einen wichtigen Einsatzbereich unseres Bundesheeres dar. Allein bei der Hochwasserkatastrophe im August 2002 und im Juni 2013 waren fast 5000 Soldaten oberösterreichweit im Einsatz. Aber auch bei den großen Sturmkatastrophen, bei Lawineneinsätzen, nach Zugsunglücken, bei Brand- und Verkehrskatastrophen und zuletzt bei der Schneekatastrophe, die Oberösterreich besonders betroffen hat, haben die Soldaten des österreichischen Bundesheeres immer wieder bewiesen, dass sie effektiv helfen können. Auch bei der großen Flutkatastrophe in Südostasien waren Soldaten des Bundesheeres im Katastropheneinsatz. Nicht zuletzt aus diesem Grund findet das österreichische Bundesheer in unserer Bevölkerung eine breite Akzeptanz. Tatsache soll bleiben, wir bekennen uns zum Bundesheer. Wir bekennen uns ganz klar zu unseren Militärstandorten in Oberösterreich. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass unsere jungen Oberösterreicher und gelegentlich auch Oberösterreicherinnen in gut ausgebauten Kasernen mit guter Ausstattung ihren Dienst versehen können. Liebe Rekruten, ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Zeit beim Bundesheer als Bereicherung empfinden und viele wertvolle Eindrücke und Erfahrungen für Ihr weiteres Leben mitnehmen können. Und ich hoffe, dass Sie mit einer positiven Einstellung Ihren Dienst für unser Vaterland, für unsere Republik Österreich und für Oberösterreich leisten. Alles Gute! Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe unsere Heimat, die Republik Österreich. Thank you.
zum Treuegelöbnis treten unter Insignientrupp der 4. Panzergrenadierbrigade vor. Anschließend treten je ein Rekrut des Panzerbataillons 14, zwei des Panzerstabsbataillons 4 und einer des Kommandos Luftunterstützung zur Standarte vor und legen ihr Gelöbnis auf die Republik Österreich ab. Es sind diesmal vom Panzerbataillon 14 Rekrut Manuel Henberger aus Machtrenk, vom Panzerstabsbataillon 4 Rekrut Philipp Hadrava aus Thalheim und Rekrut Andreas Stallinger aus Sivalchen am Attersee und vom Kommando Luftunterstützung Rekrut Thomas Hadrava ebenfalls aus Thalheim. Das Ganze! Ha! Eingeteilte Rekruten, vortreten! Rekruten, sprechen Sie mir nach. Ich gelobe. Ich gelobe. Mein Vaterland. Mein Vaterland. Die Republik Österreich. Die Republik Österreich. Und sein Volk zu schützen. Und sein Volk zu schützen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Ich gelobe. Ich gelobe. Den Gesetzen und gesetzmäßigen Behörden. Den Gesetzen und gesetzmäßigen Behörden. Treue und Gehorsam zu leisten. Treue und Gehorsam zu leisten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Pünktlich und genau zu befolgen. Pünktlich und genau zu befolgen. Und mit all meinen Kräften. Und mit all meinen Kräften. Der Republik Österreich. Der Republik Österreich. Und dem österreichischen Volke. Und dem österreichischen Volke. Zu dienen. Von der Militärmusik vorgetragen, erklingt nun die oberösterreichische Landeshymne. Das Ganze! Ha! Thank you.
das Ganze rot. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Abschluss der Angelobung wird der Kommandant der ausgerückten Truppe, Major Christian Brunmeier, dem militärisch Höchstanwesenden, Oberstingenieur Martin Bogenreiter, die Beendigung der Angelobung melden und um weitere Befehle bitten. Inzwischen darf ich Ihnen noch einige organisatorische Hinweise geben. Nach der Meldung erfolgt der Ausmarsch der Ehrenformation und im Anschluss daran der angelobten Soldaten. Bis die angelobten Soldaten nach der Waffenabgabe in wenigen Minuten hierher wieder zurückkehren, wird die Militärmusik des Militärkommandos Oberösterreich mit einem kurzen Platzkonzert die Wartezeit überbrücken. Zum gemeinsamen Imbiss ist für Speis und Trank hinter der Raiffeisenbank am Feuerwehrvorplatz gesorgt. Es erfolgt nun die Meldung. Das Ganze! Ha! Ah! Ehre! Essen! Hier! Zur Meldung an den militärischen Höchstanwesen. Das Ganze! Rechts! Schaut! Thomas, wir kommen an welche Wenigkeit. Danke, gut gemacht, abholen. Jawohl, abholen. Danke, gut gemacht. Das Ganze! Ha! Acht! Ehrenzug! Gewehr! Ab! Das Ganze! Rot! Vor dem Ausmarsch der Ehrenformation darf ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, wieder ersuchen, den westlichen Teil der Pater Bernhard-Rodelberger Straße frei zu machen. Das Ganze! Ha! Zum Ausmarsch der Ehrenformation. Das Ganze! Rechts! Schaut! Ehrenformation! Im Schritt! Mach! Das Ganze! Entschuldigung!